Liebe UiTuber, ihr habt es euch ja gewünscht, als ich dieses Video gemacht habe über die Watchtime, was YouTube mit Watchtime meint. Ihr habt euch ja gewünscht, dass ich auch mal mehr Videos mache über YouTube interner, YouTube-Tipps, bla bla, blibla blub. Und diesmal habe ich für euch auch einen kleinen Tipp, Hinweis, was weiß ich, oder sogar Frage. Weil ich habe jetzt nämlich mein YouTube-Konto mit einer Google Plus-Seite verknüpft. Hä? Was ist das denn und warum hast du das gemacht? Also gut, hol ich mal auf. Aus. Hol ich mal aus. Ja. YouTube gab es ja bevor Google Plus und Google Plus, also YouTube gehört ja Google. Na, und irgendwann hat ja Google mit Google Plus da versucht, eine Konkurrenz zu Facebook erschaffen, wo sich ganz viele Leute angemeldet haben, wo aber überhaupt nichts passiert eigentlich. Und wenn man sich dann natürlich, weil YouTube und Google dasselbe sind, wenn man sich bei Google Plus angemeldet hat oder bei YouTube dann später angemeldet hat, war das ein und dasselbe. Beziehungsweise hat man natürlich mit seinem Google Plus Login sich auch bei YouTube anmelden können. Der Unterschied ist natürlich... Nanu, was ist denn da passiert? Da hat das Telefon geklingelt. Also, wie dem auch sei, wenn man dann ein Google Plus Profil hatte, war man bei YouTube drin. So, für die Leute, die vorher bei YouTube schon waren und einen Kanalnamen hatten, wäre diese Verknüpfung, also YouTube mit Google Plus Profil zu verknüpfen, könnte zu einem Problem führen, weil auf einmal natürlich da der Realname steht und nicht der Kanalname. Und es gab keine Möglichkeit, das irgendwie zu ändern, falls man beides hatte und nicht irgendwie da bla ein neues Google Plus, was weiß ich. Und was soll das Ganze auch? Und jetzt kam irgendwann Google auf den Trichter, auch Seiten einzuführen. Google Plus Pages, so wie es bei Facebook auch Seiten gibt von Unternehmen oder von Gedanken oder von was weiß ich. Und man konnte sich auch eine Seite errichten. Und für einige Kanäle gab es dann die Möglichkeit, den YouTube-Kanal mit einer Seite zu verknüpfen. So ganz genau weiß ich noch nicht, was das bringen soll oder nicht bringt, aber ich habe es mal gemacht. Und ich weiß noch nicht, ob es jeder Kanal mittlerweile kann, aber ich glaube schon, die Schwierigkeit ist nur herauszufinden, wie das überhaupt geht. Ich musste in die Advanced Channel Settings rein, also nicht in die normalen Kanaleinstellungen, sondern durch irgendwie viel Geklicke habe ich irgendwo einen Link gefunden, wo es dann heißt, nicht mit Google Plus Profil, sondern mit Google Plus Seite verknüpfen. Das müsste ich echt nochmal nachschauen, wo das genau ist. Und als ich das dann gemacht habe, konnte man sich halt aussuchen, ob man es mit einer existierenden Google Plus Seite oder mit einer neuen Google Plus Seite verknüpft. Und dann habe ich natürlich auch eine neue Google Plus Seite gemacht. Und das Schöne daran war, ne, mein Kanalname war nämlich Uiuiui 7, weil das halt quasi das Login von vor Ewigkeiten war. Und mein Vlog heißt ja Ui, der Vlog. Und jetzt habe ich das einfach eingestellt auf Ui, Ausrufezeichen, so dass ich, wenn ich bei anderen bei YouTube kommentiere, da auch einfach Ui steht. Das ist ganz cool. Ich weiß noch nicht, was passiert, wenn man dann bei dem Kommentar aufs Kanalbild klickt, ob das dann auf den Kanal kommt oder auf die Google Plus Seite. Jedenfalls habe ich die Google Plus Seite da jetzt schön gemacht. Die ganzen Videos werden auch auf die Google Plus Seite natürlich gepostet und ich habe da noch so ein paar andere, mehrere Einstellungsmöglichkeiten und bin gespannt, was da noch alles kommt. Schauen wir mal. Falls ihr damit irgendwelche Erfahrungen habt, sagt sie mir, schreibt sie in die Kommentare, sagt mir auch, ob ihr weiter solche Videos haben wollt oder ob ihr wieder lieber normal haben wollt. Der Link zu meiner Google Plus Seite ist natürlich in der Beschreibung und natürlich auf meinem Kanal auch drauf, also verbindet mich mit allem, was ihr habt. Twitter, Facebook, bla bla bla, blibla blub, bla bla. Und das nächste Mal werde ich über Tags sprechen, denn da ist auch wieder was im Gange mit YouTube und Google Plus. Es verändert sich minütlich immer was. Man weiß nicht, ob es zum Besseren oder zum Guten ist. Ich muss, ja, tschüss.